Der SCFR gegen die Viktoria aus Berlin. Da bin ich jetzt gespannt, ob der aktuelle Tabellenführer hier weiter Punkte machen kann. Eben war es ein knappes 1:0 gegen Leverkusen und jetzt, da sehen wir schon, der Stürmer läuft durch. Es ist kein Abseits, wurde aufgehoben. Korrekt mit dem Abschluss, aber der Torhüter sieht die lange Ecke, hat sich richtig entschieden. Und weiter geht's aber Gianluca mit der Vorbereitung. Cora wieder Abschluss. Aber jetzt der Toni kommt denn auch nicht. Er kann ihn nicht abschließen. 20. Minute. Nächste Situation. Cora nach außen. Dreschke. Abschluss. Kurze Ecke. Das Ding ist drin. Jawohl. Vorbereitung war auch gut. Cora. Zweiter Pfosten. Den schließt er ab. Toni mit einem kleinen Fake-Shot. Legt ihn dann in die Mitte rein. Das hat er sehr schön gesehen. Toni. Vorbereitung. Und Xismo mit dem Abschluss, mit dem Tor. Aber sie kommen hier ran. Die Viktoria ist noch dabei. Sie spielt auch noch mit. Das Jahr hat in den ersten Minuten sehr, sehr stark verlastig aus. Aber Griezmann mit der Vorbereitung von Prinz macht den Anschlusstreffer. Und das ist super Chip. Oh mein Gott, was für Tor. Junge, Junge, der Scorpion-Kick, der ist fantastisch. Er ist auch drin, es ist kein Abseits. Oh je, oh je, oh je. Das war Zuckersahne. Tor der Saison, Tor des Monats, alles dabei. Tor des Jahres, geiles Ding. Schön, schöner geht's nicht. Sieht man selten so einen Scorpion King, wunderbar. Aber die Ferler setzen nach und lange Ecke nach dem Tor. Dann Dreschke mit dem Tor, mit Vorbereitung vom Toni. Und Gianluca den Ball direkt nach vorne gespielt. Toni wieder Vorbereitung nach außen auf Sismo. Und zack, Vorbereitung für den Cora. Der Cora macht das Ding in die lange Ecke rein. 4:2, 85. Minute. Aber was war das für ein Tor? Und das Ding ist hier durch. Das hilft den Berliner leider nicht, dass sie ein schönes, super geiles Tor geschossen haben, aber trotzdem hier keine Punkte mitgenommen. Glückwunsch an Ferl.